Hey du, ich bin Chocolate und ich erzähle dir heute meinen Stallalltag aus meiner Sicht. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ihr müsst wissen, ich werde immer am Abend in die Box gebracht. Das heißt, ich wache natürlich hier auch am Morgen wieder auf. Und es ist oftmals so, dass Riley mich gleich abholen wird, nachdem ich aufwache. Und ich glaube, dass ich auch schon ein paar Schritte höre. Hey Chocolate! Oh, ich habe dein Halfter vergessen. Ich wette mal jeden Morgen, dass sie ihr Halfter vergisst. Während alle meine Freunde schon auf der Koppel sind, bin ich hier immer allein im Stall. Aber das wird sich bestimmt gleich ändern. Ein bisschen spät, aber das macht nichts. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsparts. Hey! Hey Chocolate! Und dann geht sie wieder. Hey! Oh, ihr könnt glücklich sein, dass ihr auf dieser Koppel stehen dürft. Ich muss immer noch in meiner Box bleiben. Das ist Barry und er ist leider krank. Und das ist mein bester Freund. Ich bin Oreo. Und wir verbringen dann so circa für eine halbe Stunde hier unseren Tag. Am Abend oder am Mittag kommen wir hier auch manchmal rauf oder auf die andere Koppel. Das ist immer unterschiedlich. Tschüss, Melka! Oh nein. Ja, das kannst du lauter sagen. Milka mag uns überhaupt nicht. Sie sagt immer, dass wir voll laut reden und total unlustig sind. Das sind wir überhaupt nicht. Sie hat einfach keinen guten Humor. Schau mich und hau mich sitzen auf einem Ast. Der Ast bricht. Schau mich fällt runter. Wer bleibt oben? Hau mich? Überhaupt nicht lustig. Immer wenn ich auf dieser kleinen Koppel bin, sehe ich, dass Riley meine Box frisch macht. Sie stellt zum Beispiel neues Heu hin oder füllt den Trog auf. Und danach bin ich mir ziemlich sicher, dass es ans Training geht. Hey, Chocolate! Na? Heute wirst du aber richtig doll geputzt. Ich hoffe, dass du dich freust. Ja, so kenne ich dich. Das ist doch schön. Jetzt geht's für mich anschließend zum Putzplatz bzw. Waschplatz. Ich liebe das Putzen so sehr. Es ist wirklich total angenehm. Psst. Psst, Chocolate. Was? Chocolate, du kannst später mit deinem Freund reden. Ich bin gerade an deinen Hufen, das hat echt wehgetan. Ups. Das tut dir gut, oder? Lolli und ich mögen uns überhaupt nicht. Er denkt immer, er wäre total was Besseres. Wie er mich nervt. Ich habe das genau gehört. Und mit wem redest du da eigentlich? Wieso hörst du die ganze Zeit zu? Willst du jetzt auch noch deine Wörter absperren oder so? Mann, Chocolate, ich kann mich so nicht konzentrieren, wenn du dich die ganze Zeit bewegst. Ups. Als Fohlen hatte er mich immer geärgert. Wir sind zusammen aufgewachsen. Das war nicht toll. Du hast mir mal meine Spielfigur geklaut. Die habe ich geschenkt bekommen. Ich hätte mich so gefreut. Habe ich gar nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Und fertig. Warte ich hier noch und dann bin ich wirklich fertig. Hast du schön gemacht. Bevor es aber an die Arbeit geht, stellt Riley mir auch immer noch einen Haufen voller Äpfel hin. Die schmecken total gut, weil sie immer frisch vom Baum kommen. Und währenddessen holt sie das Sattelzeug. Schau mal, was ich hier habe. Ich habe für dich extra ein neues Sattelzeug gekauft. Das passt ja total zu meinem Fell. Das sieht echt total blöd aus. Lolli, du kannst auch nichts anderes als meckern, oder? Aus welcher Ecke kommst du denn jetzt? Ja, das frage ich dich. Warum musst du denn immer alles kommentieren? Ich kommentiere gar nicht alles. Doch, das tust du. Nein. Nur weil deine Besitzerin nicht kommt und dir wahrscheinlich langweilig ist, suchst du irgendwelche Stellen, um darauf rumzuhacken. Das ist nicht in Ordnung. Glaubt, was ihr wollt. So, jetzt kommt der Sattel drauf. Huch, ein bisschen schwer, das Zeug. Warte, und jetzt nochmal. Lol, komm. Schoko. Fein. Manchmal nennt mich Riley auch einfach Schoko. Danach wird mir das Zaumzeug angelegt. So sehe ich dann fertig aus. Und zunächst steigt Riley auf. Das klappt immer total einfach. Zum Warmwerden geht's erstmal in die Halle, wo auch immer schon ein aufgebauter Parcours drin steht. Hier sind wir eher nur zum Aufwärmen drin. Weiteres machen wir dann auf dem Turnierplatz bzw. in der anderen Reithalle. Hoch. Dann kommen wir gleich nochmal drüber. Mein Schoko.
Der Sand in der Halle ist total angenehm. Und das machen wir so circa 5 Minuten lang, bis wir dann in die Halle gehen oder auf den Reitplatz. Und zum Schluss, bevor wir dann, wie gesagt, in die Reithalle gehen, gehen wir noch 2 Runden im Schritt, im Kreis. Super gemacht, dann können wir ja auch richtig mit dem Training beginnen. Zunächst geht es für mich auf den Reitplatz. Da machen wir uns erstmal so richtig warm. Im Galopp geht es los, beziehungsweise im leichten Galopp oder Trab. Aber ich muss sagen, das macht total viel Spaß. Oftmals hilft danach eine gute Freundin von Riley, die Sprünge aufzubauen. Wir sind wirklich ein gutes Team im Dressurreiten, aber auch im Springreiten. Hey, das war super! Und heute war das Springreiten dran. Und komm, Riley und Choco, nochmal. Am Chocolate. Das kann ja mal passieren. Wartet, ich baue euch noch etwas auf. Okay, das schaffen wir doch, oder Chocolate? Komm. Nein. Ich gebe zwar mein Bestes, aber manchmal klappt es doch nicht so ganz. Übe macht doch den Meister, nicht wahr? Ich denke, das reicht erstmal für heute. Wir können ja morgen weitermachen. Ich helfe dann später noch, die Sprünge wegzuräumen, Laura, okay? Ach, nö, brauchst du nicht. Ich mache das schon allein. Ich habe sowieso jetzt gerade nichts zu tun. Oh, danke, das ist total lieb von dir. Komm. Und danach habe ich sozusagen auch wieder eine Pause. Ich werde abgetrennt, abgesattelt und anschließend auch noch einmal abgeduscht. Vor allem, wenn wir viel gearbeitet haben, tut das besonders gut. Aber an den Beinen kitzelt das oft. Und danach noch einmal kurz am Kopf. Ich werde auch getrocknet und danach geht's für mich auch wieder auf die Koppel. Ich wurde nochmal mit Äpfeln belohnt, die mir total geschmeckt haben. Und danach ging's für mich sogar auf die große Koppel. Sobald das Halfter auf dem Boden lag, rannte ich los. Ja, ein paar Stunden später wurde ich schon in meine Box gebracht. Die Fenster wurden geschlossen und ich habe was getrunken, was gegessen und jetzt werde ich mich zum Schlafen hinlegen. Manche Pferde bevorzugen es ja im Stehen zu schlafen, aber ich mache das gerne im Liegen. Und dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht. Ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.